Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Wir machen heute weiter. Wir machen heute ein bisschen Kurzfolgen, würde ich sagen. Womit fangen wir denn an? Ich würde mal sagen, ein paar Außenposten erobern wäre die nächsten Folgen wahrscheinlich die Hauptaufgabe, die wir so vor uns haben wollen. Weil, ne, das Lager hier, das kriegen wir noch nicht hin. Da sind wir momentan leider. Ist hier schwer. Okay. Ah, wir müssen ein bisschen was Schweres machen. Vielleicht kriegen wir ja nicht hin momentan. So. Okay, dann fangen wir da oben mit an. Obacht, machen wir ein paar Außenposten. Wir müssen nämlich XP sammeln auf jeden Fall, um weiterzukommen überhaupt in diesem Let's Play. Da möchte ich hin. Bitte. 117 Schritte. Okay, das kriegen wir hin. Wir müssen noch ein bisschen Holz farmen, würde ich sagen. Da ist doch was. Da passiert irgendwas. Das ist so wieder das, was ich meine. So, rette den Gefangenen, wenn ja. Haben wir. So, wir müssen den nächsten Außenposten. Komm, geh rauf. Gut. Zwei Schabau Außenposten. Das Gute ist, wird es jetzt wieder warm. So, wir haben ein paar Gegner vor uns. So, bevor du irgendwie was machst, hole ich mir kurz diesen Außenposten. Ja gut, das ging jetzt relativ schnell. Also wird wahrscheinlich so sein, dass wir ein bisschen aus haben. Wunderbar. Wir haben die Bevölkerung ein bisschen erhöht. Aber. Was haben wir denn jetzt hier noch? Erledigt. So. Gut. Da ist mein Bärchen. Ich möchte gerne die Bestie ein bisschen heilen. Wir haben einen weiteren Schnellreisepunkt. So. Was müssen wir dann als nächstes holen? Ich meine, Lagerfeuer, ich kann mir den jetzt nicht setzen. Das ist das Problem. Das ist die nächste Höhle, aber wir müssen, ich würde das gerne irgendwann mal machen, ne? Das Problem ist sehr schwer, ist schwierig.
Wieder alles Lagerfeuer. Ich brauche aber ein bisschen Weg. Brauche ein paar Schnellreisepunkte. Ich gucke gerade, ich hau mal jetzt gleich hier aus der Kälte ab. Und hole mir. Na gut, das ist wieder eine Höhle. Klippenleuchtfeuer. Peisker Fluss Außenposten. Dann will ich mir den hier holen. Dann reisen wir zu diesem schnell sicheren Ort. Ich reise ein bisschen hin und her, wie wir gesagt, ein bisschen Außenposten farmen. Das ist halt leider so. Die Frage ist, bleibt das ganze Ding so? Warte mal. Ich brauch die Bären gerade nicht. Ich hole lieber meinen Säbelzahntiger. So, genau, wir machen weiter. Puh. Ich würde das Ding gerne holen, das ist das Problem an der Scheiße. Hier, Grünblatt. Nehmen wir mit. Hört mal ab. Ich vermute, dass der Außenposten da hinten ist. Hier ist das Schilf oder so, ne? Kann man alles mal gebrauchen, genauso wie das, was da hinten noch so rumschleicht und kreucht. Trockenfischlager, ein Ort entdeckt. Okay. Fleisch, alles mitnehmen. Weiter geht's. Da hinten. Renn mal da hinterher. Nee. Ja, nimm mal das Fleisch. Ja, und auch hier werden die einigen Folgen ein bisschen kürzer werden. Weil halt ich wieder viel verbreiten muss in den nächsten Tagen. Deswegen kann es sein, dass in den nächsten 4, 5, 10 Folgen irgendwie mal ein bisschen ja, kürzer werden. Ich fahre für 8 Tage Urlaub und will halt quasi auch den Content bringen, den ich mir so gesetzt habe. Das heißt 4 Videos pro Tag. Ein paar Sachen sind schon fertig. Wie Dirt und so. Warte mal. Hier ist noch Schiff. Deswegen werden die Videos auch so eine knappe Viertelstunde nur noch rumgehen. Wir gucken uns das Lager mal an, weil es kann ja nicht. Ich weiß nicht, was auf mich wartet. So. Geh mal da drauf. Der hat sich ja eh erledigt jetzt. Erledigt.
Ja, gut. So, viel haben wir noch im Sinn. So, lieber kleiner Löwe. Wir haben es geholt. Den Peiskopf los, Außenposten. Ja, Robert. Das ist der zweite Außenposten. Wir haben jetzt 7 von 15 mittlerweile. Und das hat nur seinen Vorteil, dass wir hier Stellreisepunkte haben. Darum mache ich diese Außenposten so ein bisschen nebenbei. Und das ist nicht nur, um Erfahrungspunkte zu holen, sondern wirklich auch nur... So, warte mal. Wir haben ja wieder Fleisch gerade geholt. Fähigkeiten. Wir müssen so Bestien mal heilen. So. Was haben wir denn hier? Jagdfähigkeiten. Nehmen wir mit. 4 Pfeile. So, warte mal. Tack, tack, tack. Auf die Karte gehen. Ich will das Ding hier nämlich immer machen. Sehr schwer. Das ist das Problem an der Sache. Wir waren auf dem richtigen Weg und irgendwie funktioniert es dann doch nicht. Den einen konnte ich mir dann noch nicht holen. Schade eigentlich. Den nächsten Außenposten wäre der hier. Aber das sind alles schwere Außenposten, das ist das Problem. Wir haben da wieder. Oh, da ist ein Event. Ein Venya-Event. Da hinten irgendwo. Sie gar nicht. Ich mach das alleine. So. Was ist mit dir jetzt? Du bist befreundet? Okay. Gut. Dafür gab es immerhin 106 Erfahrungspunkte und unsere Dorf, unsere Bevölkerung ist um 93 angestiegen. Solche Wände sind immer gut. Ja, okay. Du... Haben wir hier für dich? Okay, das geholt, okay. So, das war natürlich klar, das. Schwierigkeit Mittel. Ich meine, wir können ja weitermachen eigentlich. Wir können hier den Weg, wir können hier das Leuchtfeuer, wir haben hier wieder ein Leuchtfeuer. Da oben. Aber ich will, haben wir noch ein paar Außenposten, die wir hier, also hier oben ist noch ein Außenpost, das ist klar. Genau wie hier. Es sind ein paar Außenposten noch auf jeden Fall, klar. Das sind alles Außenposten. Wie gesagt, wir brauchen ja noch ein paar, ne? Ich glaube, wir haben weitem nicht alle. Bei weitem nicht. Ich glaube, die Hälfte haben wir, habe ich ja gesagt gerade, ne? 7 von 15 müssen wir mittlerweile haben. Alles Leuchtfeuer, 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 Außenposten. Ich würde das denn gern machen. Das ist da oben irgendwo. Bei Step nämlich die Dinge abarbeiten. So, mein kleiner Tiger ist mittlerweile auch rausgekommen aus dem Wasser. Da. Und Zahl also mich mit. Wir müssen also da hoch irgendwo. Geh weg.
Ruhe. Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Und deswegen farm ich auch ein bisschen Holz. Weil halt... Ja. Geh mal drauf. Wo sind die denn? Da! Da ist irgendwo noch einer. Oder läuft was rum? Ja, gut. Passt schon. So. Wir haben wieder ein bisschen was erlebt. Da jetzt wieder was jagen, aber. Ein paar Rothunde. Geh mir die auf den Sack. Scheint einige Izilla unterwegs wieder zu sein. Ich bin auf den Nerv. Bis viel. Gut. So, und das Leuchtfeuer da oben, beziehungsweise das. Ja, Leuchtfeuer müsste das eigentlich sein. Oh, wann war dann? Im nächsten Part bei Let's Play Far Cry Primal.